wonder what the day becomes. I dance between my big mothers and my baby mums. I used to play in slums, now I gotta play the sums. Three different cribs and ain't got time just to stay in one. I hope this payment comes so I can change the radiators for the neighbors one, and maybe get the glazing done. I'm young, but you can see what I'm becoming. Been a mouth of the south ever since I was a youngin'. I need a place to call my own for the days that I'm alone. But like the beat, yo, I just keep running. I kinda miss the days when we were rolling. Parkside cafe strolls, then back to mine. Almost every time. What a sweet, sweet day to roam. Golden undertone. Oh, it's good to be home. Oh, it's good to be home. Es war ein toller Start in die Saison. Es sieht wirklich so aus, als würden sie den Aufstieg schaffen. Und da könnte sogar mehr gehen. Mit solchen Leistungen wie bisher sind sie ein Titelanwärter. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation. Vorne drin also zwei Stürmer. Auf die wird es heute ganz besonders ankommen. Das könnte die Chance werden. Hereingabe. Ball ist weg. Kommen Sie vielleicht noch mal ran. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Mit seinem Erzieher ab. Oh, er trifft die Latte. Spiel Nummer 50 ist das für ihn in diesem Team. Kingsley Coman. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Klasse Einsatz, aber kommt er auch an den Ball. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. James Rodriguez jetzt. Er versteht sich sehr gut mit seinen Mitspielern. Und man merkt ganz deutlich, er ist wirklich ein Teil der Mannschaft. Da kommt der Schuss. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Natürlich eine gute Gelegenheit jetzt. Solche Chancen sollten sie nutzen. Jetzt die Ecke. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Da zieht er ab. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Sie haben Platz. Den Ball spielt er raus. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Ja, er wartet nicht nur vorne auf den Ball, sehr aktiv. Jetzt müssen sie aufpassen. Und er pfeift Freistoß. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Da können sie erstmal klären.
Da ärgern sie sich. Ballverlust. Und jetzt haben sie den Ball. Die Situation bereinigt von Kimmich. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Coman und Kruse. Schön dazwischen gegangen. Weg ist der Ball. Lukas Radetzky. Schön geklärt da von Mats Hummels. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Da kommt die Flanke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Das ist das Gute an heutigen Stadien und an heutigen Rasen. Bisschen Regen macht dem Platz nichts aus. Trotzdem, angenehm ist anders, vor allem für die Spieler. Aber Wolf, das Wetter kann man sich nicht aussuchen. Sehen wir es mal positiv. Vielleicht sorgt der nasse Platz ja für zusätzliche Spannungsmomente. Auf außen ist jetzt Platz. Jetzt gibt es Eckball und damit eine gute Chance auf den Ausgleich. Wir hören es, die Fans hoffen auf den Ausgleich. Jetzt kommt die Ecke. Aus dem Angriff können sie nichts machen. Den Ball kann er abfangen. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Problemlos hat er hier den Ball. Wird das seine Torchance? Er versucht's. Das könnte jetzt gefährlich werden. Jetzt der Eckball. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Pass auf die Außenbahn. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Keine Diskussion, berechtigter Freistoß hier. Drei Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Goretzka. Kruse jetzt. Coman. Da wäre jetzt Platz. Jetzt die Flanke. Oh, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Und zur Pause. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Und James. Gnabry. Klasse Zuspiel. Kingsley Coman, der ist noch heiß. Erstmal keine Gefahr mehr, gut gelöst. Goretzka. Er ist da und kann den Ball hier klären. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Schöner Pass, James. Goretzka. Noch ist die Chance da.
Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Er will den Ball. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Jetzt kann er die Flanke bringen. Und jetzt ein Schuss. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Sie holen sich den Ball. Schöner Pass, James. Und den Ball hält der Torhüter fest. Werner. Max Kruse am Ball. James Rodriguez. Er pfeift ihn zurück. Abseits. Es tut sich was an der Seitenlinie, Buschi. Hier gibt es jetzt den Wechsel. Ja, völlig richtig. Leon Goretzka verlässt den Platz. Und Corentin Tolisso kommt rein. Ein energiegeladener Mann. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Den Ball spielt er raus. Der Ball auf außen wird abgefangen. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Im eigenen Strafraum geht er da recht rustikal zur Sache, aber der Schiri deutet an, weiterspielen. Ecke kommt. Nee, nicht drin. Was für eine Chance. Schöner, platzierter Ball, aber nicht platziert genug. Gnabry. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Der muss natürlich ein bisschen genauer kommen. Dann wäre es eine gute Möglichkeit geworden. Jetzt James. Fehlpass James. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Sie haben Platz. Gut mitgespielt vom Torhüter. Er fängt den Ball ab. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Schöner Pass. Und da hat er Platz. Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Sie sind nach wie vor in Rückstand und müssen jetzt alles versuchen. Es wird gewechselt. Vielleicht läuft es dann ja besser. Ja, abseits. Richtig. Der Ball weg, Fehlpass von James. Tolisso. Auf außen ist Platz. Rodriguez. Timo Werner. Kruse. Ganz stark abgeblockt. Da passt er auf und kann klären. Kruse. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Mit dem Ball hat er gar keine Ruhe. James mit dem Fehlpass. Die Gäste werden wechseln. Da kommt der Pass auf außen. Hereingabe jetzt. Da kommt niemand ran. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es hoch her. Die letzten Minuten Spannung pur. Jetzt ein weiter Einwurf, dann wird es brenzlig. Da tut sich was an der Seitenlinie. Es wird hier einen Wechsel geben. Ja, und der Trainer hofft natürlich... Kruse! Nee, den Ball trifft er nicht so gut. Der Torhüter treibt seine Vorderleute an. Der Ball soll lang gespielt werden. Viel Zeit ist ja nicht mehr. Er macht also genau das Richtige. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Werner. Jetzt Kruse. Einwurf. Jetzt ist er durch.
Kruse! Tor Max Kruse! Man hatte sie im Vorfeld schon stärker eingeschätzt und das bestätigen sie hier. Gute Leistung, einige Torchancen und folgerichtete Treffer. Ganz genau, und das sehen wir jetzt hier nochmal in der Wiederholung. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Einwurf. Und erneut gibt es Einwurf. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Der Ball ist weg. Gibt es jetzt einen Gegenangriff? Ball kommt rein. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. 2 Minuten werden nachgespielt. Lars Bender. Werner. Da kann er sich den Ball holen. Und das ist ein Ball für einen Torhüter. Gar kein Problem. Der Schiedsrichter pfeift ab, das war's. Verdient der Sieg?